mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Desiree Nick und Elmar Hörig. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Hallo, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat 1. Bei uns sehen Sie die witzigsten Bilder der vergangenen Woche und Sie bekommen heute exklusiv am Sonntag die lustigsten Antworten auf die brennendsten Fragen des Tages. Wird Brasilien Weltmeister bei der Frauen-WM? Geht Harald Juhnke doch noch mit Frank Sinatra auf Tournee? Und warum durfte Verona Feldbus beim großen Preis von Frankreich mitfahren? Originalbilder, die wir vor einigen Stunden bei diesem sagenhaften Regenrennen aufgenommen haben. Dieses sind einige Fragen, die unsere beiden Rateteams heute Abend beantworten werden. Dafür gibt es Punkte, Punkte, Punkte und nochmals Punkte. Und wer die meisten Punkte hat, der ist am Ende Punktesieger. So einfach funktioniert dieses Spiel. Unsere Rateteams heute, Teamchef Markus Maria Profittlich. Und er spielt heute mit der Frau, die den zotigen Damenwitz erfunden hat, Desiree Nick. Und auf der anderen Seite, Captain Mirko Nonchef. Unterstützt von dem Mann, der alle Blondinenwitze erfunden hat. Elmar Hörig. Ah, nee. Moment. Ich hab nicht alle Blondinenwitze erfunden. Nina Ruge hat sich selbst erfunden. Das ist richtig. Ah, muss man sagen. Alles wird gut, meine Damen und Herren. Was für ein Wochenende, oder? Erst gewinnt Steffi, dann gewinnt Boris und heute gewinnt auch noch Schumi. Zumindest an Erfahrung. Er hat die deutsche Nationalhymne gehört, allerdings war er nicht selber auf dem Siegertreppchen. Heinz-Harald Frenzen hat das Rennen gemacht, dieses Regenrennen, unglaublich spannendes Rennen. Und der Mann hat nur deswegen gewonnen, weil er als einziger nur einmal getankt hat. Was heißt das? Die Formel 1 hat endlich ihr 3-Liter-Auto. Das als aktueller Anlass dieses Tages. Aber als wenn das schon alles an sensationellen Dingen gewesen wären, die heute stattfinden. Nein, denn in diesem Augenblick findet in München die große Michael Jackson Benefits Gala statt. Der Erlös soll Menschen in Not zugutekommen. Na, wenn bei dem Konzert Peter Maffay, Udo Jürgens und die Kelly Family auftreten, dann wird ja wohl das Publikum in Not geraten. Ja, genau. Ja, ja, muss man auch mal sagen. Aber hallo. Und Fetti Bum Bum ist auch dabei. Luciano Pavarotti. Da wird der Benefizgedanke hier irgendwie in den Füßen getreten. Meint er nicht auch? Der frisst ja so viel wie 5 afrikanische Dörfer zusammen, ja? Ist doch wahr, oder? Ja, ich glaub ich dir doch. Mir brauchst du es nicht zu beweisen. Auch der Papst, meine Damen und Herren, sorgt in dieser Woche, habt ihr vielleicht gelesen, für Schlagzeilen. Nach einem rätselhaften Schwächeanfall befindet sich der Pontifex wieder auf dem Weg der Besserung. Gott sei Dank, wir haben herausgefunden, warum er wirklich krank war. Hier ein Originalbild. Das habe ich selbst ja noch nicht so. Das Ereignis dieser Woche, das alles andere in den Schatten stellt, ist das Tennisturnier in Wimbledon. Viele Bundesbürger sind natürlich empört, dass das Tennisturnier des Jahres nur verschlüsselt auf DF1 empfangen werden kann. Das ist natürlich ganz schön schrecklich. Ja, aber ich als Sportfan, ja, ich bin ja Kunde beim Bezahlfernsehen. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber man kriegt auch mehr geboten. Ich habe zum Beispiel heute Nachmittag noch Damen-Tennis gesehen. Ich habe da mal einen Ausschnitt mitgebracht. Können wir den mal sehen? Aha, wir sind gespannt. Ja. La, la, la. Kann man das ein bisschen langsamer? Alter. Aber da auch in dieser Woche gibt es wieder viele, viele interessante Bilder. Und die interessantesten Nachrichtenbilder, die habe ich euch mitgebracht, um von euch zu erfahren, worum es in diesen Bildern geht. Markus, hier ist das erste Bild. Rückrufaktion beim Trabi. Kühlerflüssigkeit läuft aus. Geheimaufnahmen von Honeckers Privatjacht entdeckt. Nee.
Der vorne da am Lenkrad saß, der sah aus wie Heinz-Harald Frenzen. Ne? Da, guck mal. Und jetzt gewinnt danach Frankreich auch noch den großen Preis von Venedig. Wir haben natürlich für euch auch eine Nachricht der Woche aufgezeichnet. Und hier ist euer Bild. Gut. Ui. Ja, Was sehen wir hier? Ich würde sagen, jetzt bewiesen, Japaner sind doch bekloppt. Würde ich. Ja, die haben sie doch die alle. Wer reitet denn auf so einem Ding darum? Also ist doch wieder mal. Ich glaube eher, das ist das neue Holzspielzeug von Ikea. Modell Schniedelbeck. Ja, könnte sein. Oder vielleicht Wuppertal bekommt sichere Schwebebahnen. Ja, ja, in Wuppertal brauchen die das. Na klar, kennst du Wuppertal? Genau. Was da los ist? Oder es ist der neue Film mit Sylvester Stallone. Der dreht Rambock 4. Oder ja. Passend Prängel, guck. In Wirklichkeit handelt es sich um ein erstmals veröffentlichtes Geheimdokument. Greenpeace zieht ins Kosovo ein. Ja, also das würde man kaum denken. Ich habe leichte Sympathievorteile bei dem Team Mirko und Elmar festgestellt. 5 Punkte habe ich zu vergeben. Das heißt, ich gebe euch 3 Punkte und euch 2 Punkte. Ist mir schlecht. Aber wo kommt der? Es ist noch alles drin und jetzt kommen wir zu einem Spiel, das quasi die Domäne von Markus Maria Profittlich ist. In den letzten Sendungen war es das jedenfalls so. Und auch heute ist er hervorragend in Form. In unserem Pantomime-Spiel geht es heute natürlich um Popstars. Da gibt es ja nur 3 richtige Popstars. Zum Beispiel Dolly Buster, Theresa Olofsky und diese kleine, braun gebrannte, knackige. Diese, die heißt Beate Use, nicht? Mirko, entschuldige, ich meine... Beate Blanco. Mirko, ich meine Popstars, die singen, ja, bitte. Ach so, lalala, ja, ja. Ja, wieso? Beate Use singt auch. Mit vollem Munde? Wieso, mit vollem Munde singt man doch nicht. Doch. Monika Lewinsky hat auch gesungen. Ein für alle Mal, Leute, es geht um Musiker, ja? Ah, jetzt hab ich's. Ja, ja, jetzt hab ich's kapiert. Es geht um Musiker und um nichts anderes. Ja? Bläser sind ja auch Musiker. Ne? Wenn ich diese Bewegung mache, Markus, weißt du, was das bedeutet? Punktabzug. Oh, nee. Das hat Gewicht, mein Lieber. Das hat, so, ihr habt jetzt 15 Sekunden Zeit, Menschen, die ein Instrument spielen, na nicht, also ja, ja, oder sonst irgendwie Musik machen, pantomimisch darzustellen. Markus, du beginnst. Meine Damen und Herren, Sie sehen natürlich zu Hause, was der Markus sieht. 15 Sekunden Zeit für dich, Desiree, zu erraten, wen der Markus pantomimisch darstellt. Hier ist das Erste. Markus, hau rein. Fred Feuerstein. Musiker. Musiker. Ach, Musiker? Ja. Musiker am Boden? Geh und hol Wasser. Und es sind die Blumen der Liebe. Die Blumen der Liebe, fast. Es wäre Blümchen gewesen. Oh, aber leider. Obwohl Markus alles gegeben hat und jetzt, Markus, bleibst du gleich auf den Knien, ja? Jetzt hast du einiges darzustellen. Ja. 15 Sekunden Zeit für mehrere Personen. Ab jetzt. 10 lange Haare. Geh du hoch. Eine Kelly Family. Ja. Die dritte, von mir selbst ausgesuchte. Sehr schön. Kapelle. Klasse. Markus, 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Nein, so ähnlich. Eine Kapelle, die ist jetzt eine Band aus Berlin. Aus Berlin. Ach, die einstürzenden Neubauer. Aber Markus Maria Profittlich, eine reife Leistung. Gut, dass er keinen Walzer darstellen musste. Und jetzt, Mirko, jetzt bist du dran. Das konnte nicht schlecht. 3 Musiker oder Menschen, die mit Musik zu tun haben. Und Emma, ja, ich möchte jetzt aber so einen schönen Duft. Du darfst hier raten. Ganz einfach.
15 Sekunden Zeit. Na, das ist doch dein Ding, da brauche ich nur einmal. Na, pass mal auf. Jetzt. Michael Jackson! Nein! Nein! Der andere! Wer ist der andere Spastiker? Ach so, ja, der wie heißt die Dicklippe? Hier! Sag es! Ah, Mick Jagger, Mick Jagger! Ja! Wer war das? Mick Jagger! Dick Jagger! Und wieder eine Gruppe. 15 Sekunden Zeit ab jetzt. Mach, was du willst, Mirko. Am Sonntagabend ist alles möglich. Hey! Hände in der Latte! Nein! Hosen! Tote Hosen! Komm, Junge, zieh durch! Wir gehen weiter! 15 Sekunden Zeit! Hier sind sie! Ab jetzt! Pantomime! Ach so, ja. Peter Maffay! Nein! Hut auf! Lange Nase, Zwergnase, nein! Kleine Nasen, Zwergnasen! Nee, mehrere kleine Nasen, Zwergnasen! Scheiße! Die Schlümpfe! Ach ja, Mann, ich kann nicht! Ja. Aber. Eine Frage! Ich meine. Eine Frage noch! Nein, ich muss dir sagen, Emma, eine Frage. Scheiße wäre ja fast richtig gewesen, es war nur nach den 15 Sekunden. Ja. Was ist blau und hängt am Pilz? Ich weiß es. Schlumpfwichse. So, jetzt. Okay. Wenn das Vater Abraham hört, ja, meine Damen und Herren, wir kommen zur Punktevergabe, die ganz einfach ist. Jedes Team hat 2 Punkte erspielt. Und das heißt, ihr bekommt 2, ihr bekommt 2 und wir haben einen Gesamtpunktestand nach dieser Runde von 3 Punkten für Markus und Desiree und 5 Punkte für Mirko und Emma. Wir haben 4. Wir haben noch 4 Minuten. Wir haben vier. Wir haben 1-2 bekommen und jetzt 2 sind 4. Ja, der Einspruch ist... Es gibt immer neue Reformen. Richtig, ja. Markus, aber ich habe dir vorhin einen Punkt abgezogen, falls du es nicht... Aber ich will den wieder haben. Du kannst ihn dir jetzt wieder erspielen und wenn du dich ganz anständig verhältst und schön witzig bist, dann bekommst du ihn auch wieder. Versprochen. Meine Herren! Es ist Zeit für die voll witzig Nachrichten. Die Spielregeln sind ganz einfach. Zu einem aktuellen Nachrichtenbild erfindet ihr spontan einen neuen Text. Hallo. Susan Starke bekommt nun doch noch eine Rolle in einem Hollywood-Film, unerwarteterweise. Sie soll in der Neuverfilmung von Endstation Sehnsucht nun die Endstation spielen. Hey, Mann, mach hier Witter, komm. Ja. Du meinst, ich soll nackt auf dem Balkon sitzen und Zeitung lesen? Nein, du sollst Nachrichten erfinden. Vor dem Wetter noch zum Sport. Tag der offenen Tür bei Steffi Graf. Bist du Wahnsinn? Keine Witze über große Nasen! Wieso nicht? Wieso denn nicht? War doch okay, oder? Ja. Ein Punkt Abzug wegen eines großen Nasenwitzes. Darum. Wieso? Darum. Ach so. Er mag das. Und wir kommen zur Punkteverteilung nach dieser Runde. Schade. 4 Punkte für mein Lieblingsteam und 1 Punkt für euch. Gut, danke, nehme ich. Meine Damen und Herren, heute gibt es wieder eine Premiere bei Vollwitzig. Premiere, senden wir jetzt auch endlich verschlüsselt? Ja, natürlich, das tun wir. Wir drehen den Spieß einfach um. Die Leute vor dem Fernseher sehen alles, die Leute im Fernsehen sehen nichts. Das Spiel heißt, wer bin ich? Und dafür werden wir euch jetzt Köpfe von einem prominenten Paar der Woche aufsetzen. Ihr sollt innerhalb einer Minute die Fragen herausfinden, wer ihr seid. Setzt jetzt bitte eure Brillen auf. Desiree und Markus. Mensch, das ist ja wie im Urlaub, als ich gerade im Mittelmeer tauchen war. Ja, und dann kam der Tintenfisch, ne? Da. Und jetzt, Mirko. Weiß ich nie. Setz du doch den beiden mal die Köpfe auf, ja? Ja. Yeah. So. Okay. So. Herzlich willkommen zur Benefit-Skala. Unser Markus soll schöner werden. So. Naja, hier hat sich ja kaum was geändert, glaube ich. Kann ich wieder. Das ist gut. Ich gebe euch einen kleinen Hinweis, ja?
Rache ist süß. Ihr habt eine Minute Zeit, herauszufinden, wer ihr seid. Das gegnerische Team wird antworten. Ab jetzt. Habe ich einen Intelligenzquotienten von unter 70? Nein, unter einer Banane. Habe ich gerade Prinz Edward geheiratet? Nicht ganz. Nein. Habe ich gerade Ernst August von Hannover geheiratet? Nein. Habe ich gerade Albert von Monaco geheiratet? Nein. Bin ich ein Mann? Jein. Jein. Ja, jein. Bin ich, trage ich Reizwäsche? Nicht immer. Kommt drauf an, wo, aber ja. 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 Bin ich homosexuell? Nicht unbedingt. Ganz selten. Das habe ich eine davon. Geliebte? Eine Geliebte? Ja, ja, ja. Gehe ich zur Jagd? Nein. Wir nähern uns dem Ende der Zeit. Bitte sagt, wer ihr seid. Lebe ich in Großbritannien? Es geht. Nein. Komm, ich sage mal zum Wort, ja. Prinz Charles. Was ist der Geburtstag? Markus, wer bist du? Ja, wer bin ich? Habe ich gespritzte Lippen? Ja. Habe ja. ich gespritzte Titten? Ja. ja. Habe ich einen geilen Arsch? Ja. Bin ich Prinz Edward? Nein. Nein. Sein. Gestern ist es amtlich, die Brüste von Bodenfreundin Nattel werden die Brüste von Verona Feldbusch in der Sendung Piep ersetzen. Da wirft natürlich die Frage auf, wird alles, was Dieter Bohlen anpackt, bei RTL 2 ausgestrahlt? Ihr wart Verona Feldbusch und Nattel. Und leider gar keinen Sorry. Punkt. Sehen Sie gleich, meine Damen und Herren, nach der Werbung die neuen Köpfe von Elmar Hörig und Mirko Nonchip. Außerdem die rasantesten Szenen aus dem Hollywood-Kassenschlager in Shining und das Schweigende Lämmer. Und natürlich wieder unser großes, grandioses Finale. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Vollwitzig, das Sonntags. Comedy Quiz auf Sat 1 mit mir im Studio. Lisi Renicke und Markus Maria Powindlich. Und Emma Hörig und Mirko Lonschek. Emma und Mirko, ihr habt nun die Aufgabe, ein Paar, ein prominentes Paar zu erraten. Ein prominentes Paar dieser Woche, also in dieser Woche Schlagzeilen. Macht, setzt bitte eure blickdichten Spezialbrillen auf. Zumachen? Ja. Schade. Hörst du mich noch, Emma? Hä? Ist gut. Das ist das Zeichen, dass die Brille wirklich blickdicht ist. Und Markus, wenn du jetzt bitte die Köpfe anbringen möchtest. Darf ich vorher die alten Köpfe abnehmen? Nein. Nein. Das ist wahnsinnig. Du machst sie mal vielleicht. Aua! Au! Was? Mach du weiter! Ich hau dich gleich! Ich hab dich geguckt. Ich höre dich. Ich habe die. Machst du das Ding? Ja, mach ich. Au! Macht der Faxen? Nein. So. Ist das schön waagerecht? Ja, ja, sieht gut aus. Mhm. Der Hinweis für euch, schwarz-weiß auf grünem Grund. Wer seid ihr? Schwarz-weiß auf, ich bin ich Hannelore und, wie Nein. heißt das? Heino? Nein. Sind wir Linksträger? Nein. Habe ich hier schon in Gladiatorenfilmen mitgespielt? Ja. Nein. Bin ich eine Frau? Nein. Nein. Moderieren wir Tierfilme? Nein. Bin ich Ulrich Wickert? Nein. Schade. Sehe ich von der Seite aus wie ein Tier oder eher? Ja! Ja? Ja, ja. Sind wir verheiratet? Schwarz? Ja. Ja. Verheiratet? Wir sind verheiratet. Ja. Ach, hier, Dann ist er eine Frau und ich ein Mann. Ja. Gut. Sagt, wer ihr seid. Bin ich ein potenter Mann? Ja. Bin ich Bill Clinton? Nein. Nein. Schade. Wir sind aber verheiratet, nicht? Ja. Hatten die schon mal Sex miteinander? Ja! Schwarz-Weiß auf grünem Grund. Ja, ja, schwarz-Weiß auf... Teenies auf der Wiese, was? Schwarz-Weiß auf grün, nee. Roberto Blanco! Nein! Ja, das ist ja toll, das, ja. Aus welchem, aus dem Fernsehbereich? Nicht nur. Nein. Film, Hollywood? Nein. Deutsch? Ja. Ja. Weiß ich nicht. Babs und Boris Becker! Leider! Jetzt mal eine ganz schwere Frage. Wie kommt man da drauf? Schwarz? Ach so. Schwarz auf Grün. Trotzdem toll gemacht. Leider nicht erraten. Kein Schade. Punkt für euch. Leider Schade, nicht erraten. Keinen Punkt für euch. Das heißt, wir haben weiterhin Ach, einen Mensch. Aktuellen Punktestand von 7 zu 5. Und wir kommen jetzt zu unserem Synchronisation.
Illusionsspiel. Das Spiel, auf das einige schon wieder gewartet haben. Wir sehen heute den Horrorklassiker Shining mit Jack Nicholson. Jack Nicholson liebt in diesem Film seine Frau sehr, sehr, sehr. Allerdings fällt er immer wieder mit selbst komponierten Liedern auf den Wecker. Desiree und Markus, für euch das Thema lautet Musik im Blut. Hier kommt der Film. Hallo, ich habe schon wieder ein neues Lied komponiert. Das wird ein Hit. Beim letzten Mal auch gesagt. Ich ertrage das nicht mehr. Pass mal auf, ich sing's dir vor. Ein bisschen Frieden. Auf dieser Erde, auf der wir wohnen. Und jetzt das Trommelsolo. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Tag. Unglaubliche Energieleistung, Desiree, du bist noch völlig außer dir, ja? Das ich denke nur daran, als ich das letzte Mal Sex hatte. Ah, was ihr wisst, wenn ihr Sex habt, wir zeigen euch jetzt einen Ausschnitt aus Das Schweigen der Lämmer. Das Schweigen der Lämmer, meine Damen und Herren. Auch Anthony Hopkins, alias Hannibal Lecter, erfreut sein Umgeben mit einem fröhlichen Lied. Leider ist die Frau in diesem Ausschnitt ebenfalls ein bisschen unmusikalisch. Elmar und Mirko, auch euer Thema lautet Musik im Blut. Guten Tag, hier kommt die Post. Post? Mitten in der Nacht, deswegen holen Sie mich aus dem Bett? Na klar, ich bin die singende Geburtstagstorte. Happy Birthday to you, happy Birthday. Geburtstag? Ja, wie ich ein Fest. Geburtstag, du Tussi. 70 Jahre bist du alt, nü. 70? Ja, dann eben 66, was soll's? Oh Mann, Sie sind die blödeste Geburtstagskarte, die ich mir jemals geschickt habe. Una Paloma Blanca! Tolle Leistung! Elmar Hörig, der sich ganz geschickt beim Publikum anschmust mit einem aktuellen Titel, der momentan in den Charts ist, wirklich gut gemacht. Aber ich glaube, meine Damen und Herren, ich muss jetzt hier die Punkte vergeben. Desiree Nix, Einblick ins Schlafzimmer, der soll hier wirklich belohnt werden. Ich gebe deshalb euch 2 Punkte und euch 3 Punkte für dieses Spiel. Und das bedeutet... Ja, hier, das Publikum bekommt 1 Punkt abgezogen. Wir haben einen Endstand von -1 Punkte für unser heutiges Saalpublikum, von 7 Punkten für Mirko und Emma Hörig und Sieger des heutigen Abends mit 10 Punkten, Desiree und Markus Maria Bofitli. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Blondinenbonus. Ja, ja. Wir waren ganz nah dran, Emma. Klar, besser. Apropos Ungerechtigkeit, meine Damen und Herren, wie ich soeben erfahre, betreten just in diesem Moment Michael Jackson und die Spice Girls in München die Bühne. Wir schalten jetzt sofort um. In einer Woche sehen wir uns wieder. Denken Sie daran, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Und jetzt viel Spaß mit Michael Jackson und den Spice Girls. Schönen Abend. Tschüss. Danke euch. Sat 1.